Erpressungstrojaner zielt nun auch auf Mac-Nutzer. Nachdem Locky sich in Windows-Systemen verbreitet hat, zielt der Trojaner Keyranger nun auf Mac-Nutzer. Der Verschlüsselungstrojaner lauert in infizierten Installationsdateien. Ein Experte und Forensiker gibt wichtige Infos und Tipps zum aktuellen Thema. Und immer dann, wenn bei Informations- oder IT-Systemen ein Sicherheitsvorfall eintritt, vielleicht Dateien von einem Trojaner verschlüsselt werden und eine Erpressungsmeldung kommt, dann kommen wir ins Spiel und versuchen rauszufinden, kriegen wir die Daten wieder zurück und im Idealfall kriegen wir vielleicht sogar noch raus, wer hat das gemacht, um denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen und zum Beispiel eine Strafanzeige später erstatten zu können. Ja, das ist eine ganz gemeine Sache, ne? Weil genau diese BKA-Trojaner, die verschlüsseln einfach Daten in Unternehmen, aber auch bei Privatpersonen und tun so, als wären sie von einer Behörde, dann wird ein Siegel angezeigt und dann soll man zahlen. Ein paar hundert Euro anonym an die Tankstelle gehen, so anonymes Zahlungsmittel kaufen. Aber zum Glück sind die nicht immer so ganz gut entwickelt, diese Trojaner. Und da kann man oft auch doch noch seine Daten wieder zurückholen. Manchmal muss man bezahlen. Wenn man in der Situation ist, guckt man am besten im ersten Schritt, ob man ein Backup hat, ob man seine wichtigen Daten gesichert hat. Und wenn man die alle gesichert hat auf einem sicher gelagerten Backup, dann hat man schon mal eine sehr gute Basis, vielleicht doch nicht zahlen zu müssen. Ganz oft ist die wichtigste Frage, wie kriegt man den Schädling aus dem Haus wieder raus? So, wenn der digitale Kammerjäger gerufen wird und wenn so ein Trojaner in den Systemen ist, versuchen wir oft im ersten Schritt zu gucken, gibt es ein Backup, können wir die Daten wieder beschaffen? Und wenn ja, im nächsten Schritt können wir diesen Trojaner auch vollständig löschen und feststellen, ob keine anderen Schandtaten mehr in den Systemen lauern. Also man kommt ohne Virenscanner gar nicht aus, aber heutzutage reicht das schon lange nicht mehr. Man muss leider auch selbst ganz vorsichtig sein mit allem, was man tut, mit dem Internet, am Computer und am besten immer ein gutes Backup haben. Der Virenscanner alleine reicht nämlich leider nicht mehr. Ja, das kann aus vielen Quellen kommen. Manchmal, wenn man in den grauen Bereichen des Internets unterwegs ist, dann lauert der da, aber das kann ganz oft auch einfach eine E-Mail sein. Ein angebliches Paket vom Paketdienstleister. Man soll bitte die E-Mail öffnen und die angehängte Datei öffnen, in denen dann Informationen über das Paket enthalten sind. Und da ist dann aber keine Notiz über den Empfänger oder sonstige Dokumente, sondern so eine Software. Und wenn man die dann ausführt, dann hängt man am Fliegenfänger.